Und damit wieder herzlich willkommen zu einem neuen Obsi-Video auf dem Kanal vom Simusack. Nicht wundern, hier geht es ja ein bisschen anders zu als auf anderen Kanälen. Was ich mit diesem kurzen Video heute machen möchte, erstmal Motor an. Wie ihr schon seht und hört und ahnt, die Experten sehen das auch sehr schön schon. Oder besser gesagt, hören ist schon sehr schön. Wir sind heute in einem, sagen wir mal, nicht ganz so modernen Fahrzeug unterwegs. Und zwar in diesem wunderschönen alten MAN SD200. Und zwar in Berlin natürlich. Hier gehören sie auch hin. Diese wunderbaren alten Busse. Und worauf ich hinaus will heute, ist was ganz anderes. Es geht hier nicht um irgendwas Omsi News-mäßiges, sondern heute geht es eigentlich um einen Videotipp. Ich möchte euch einen Videotipp geben heute aus dem YouTube-Portfolio und ich möchte auf eine tolle Website hinweisen, von der ich glaube, dass das ganze Omsi, was wir hier heute benutzen, irgendwas damit zu tun haben muss. Da bin ich ein bisschen weit links. Und zwar die Berliner Traditionsbusse. Okay, das geht noch mal so gerade eben knappig gut. Die fahren wirklich in Berlin noch rum und ich habe mir gedacht, heute fahren wir in der Gegenwartszeit einmal mit einem Traditionsbus der BVG. Das gibt es wirklich, diese Sonderfahrten, und dazu komme ich gleich bei meinem Videotipp. Wir fahren also mit dem ältesten, was ich in Omsi aufzubieten habe, mit diesem 76er MAN SD200. Wir befinden uns auf der Map Berlin X10 und wie ihr hier schon seht, begegnen wir hier unseren aktuellen Kollegen aus den moderneren Baureihen. Aber ich komme gleich dazu nochmal, warum Videotipp und warum Traditionsbus. Ich finde es mal ganz großartig, was da in Berlin geboten wird. Die Berliner und die meisten werden das kennen, aber die Nicht-Berliner, und der Simusack gehört ja auch dazu, als Nicht-Berliner würde sowas in der Tat gerne mal mitmachen. Eine Traditionsbusfahrt in Berlin. Ja, und das ist auch schon mein Videotipp. Der steht auch in der Videobeschreibung. Da geht es um TrainTV, hat das eingesetzt, eigentlich ein Eisenbahnkanal. Dort gibt es hier so roundabout um den 20. Mai 2021 tatsächlich ein Videofilm zu den Traditionsbussen der BVG. Die sind in dem Video zwar älter, aber das Älteste, was wir hier aufbieten konnten, war dieser wunderschöne Urahne aus Omsi 1, schon bekannte MAN SD200. Und an meinem Zielbahnhof, an meiner Zielhaltestelle, will ich versuchen, auf Berlin X10 auch wirklich Fahrgäste aufzunehmen. Jetzt muss ich erst mal ganz kurz gucken, ich bin da etwas desorientiert. Muss ich links, muss ich rechts, muss ich geradeaus? Habe ich mich vollständig vergurkt? Ich fürchte ja. Eigentlich wollte ich Richtung Herzallee mit euch fahren. Das geht schon mal hier ganz gewaltig schief. Ganz gewaltig. Sorry, aber das muss ein alter Bus abkönnen. Ich bin am Betriebshof erst einmal falsch abgebogen. Wieder einer von den berühmten Simusack-Patzern. Hatte ich mir das doch vorher schon angesehen. Aber gut, so what? That's real, that's live. Das wird nicht geschnitten. So ist es beim Simusack. Wir fahren mal in die andere Richtung weiter. Ziel dieses kleinen Films ist es, Fahrgäste aufzunehmen. In diesem Kasper Asbach uralten, irrelauten SD 200. So, von draußen klingt das schon etwas gezähmter, wenn noch das Fahren von draußen nicht ganz so easy ist. Vor allem
wenn es dann um diese herrlichen Ampelanlagen geht. So, jetzt noch mal gucken, ob wir hier Infos zuschalten können. Sieht gut aus. Ich möchte Richtung Busbahnhof zur Herzallee und dort, wie gesagt, Fahrgäste aufnehmen. Gedreht ist dieser kleine Clip anlässlich. Ne, komm du auch noch. Anlässlich dieses wunderschönen Videoclips vom Traditionsbus CVT Video Berlin. Link in der Videobeschreibung. Aber lasst uns versuchen, erst einmal unser Fahrziel zu erreichen. Und dann würde ich sagen, wir gehen hier rechts ab Richtung Herzallee. Nachdem wir uns hier am Anfang hier mal so richtig krass verjuckt haben. Hat er zu weit ausgeholt? Na, passt. Ja, sicherlich waren das alles keine Umweltengel, die alten MAN-Busse aus den 60er und 70er Jahren, aber in dem Videofilm erfahrt ihr interessante Dinge von diesem Bus. Und zwar die Sitzanordnungen in den Vorgängertypen. Dort gab es im Obergeschoss Viererbänke. Die allerersten Varianten wurden noch mit Schaltgetriebe ausgeliefert, aber bereits seit 1959, wow, verdammt lange her, seit 1959 gab es die Büssing-Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, was dann doch für die Fahrer eine erhebliche Erleichterung darstellte, wie ich finde. Traditionsbusfahrt in Berlin, ein Versuch vom Simmosack. Ich würde gerne Fahrgäste in den Bus bekommen. Das ist das Experiment anlässlich dieser schönen Videos. Und ich konnte mal ganz kurz in meinem Fahrzeug. Ne? Jetzt noch ein Versuch. Wie gesagt, hier oben gab es zu Anfang der Büssing-Ära. Die Büssing-Fahrzeuge waren die ersten Doppeldecker in Berlin. Büssing ist aufgegangen später in MAN. Nicht diese 2x2 Mittelgang-Sitzanordnung, sondern es gab wohl Viererbänke und die Fahrgäste durften aneinander vorbeikuscheln, wenn sie denn außen einsteigen wollten. Wir schauen mal gleich, was unsere so überwiegend freundlichen, herzlichen, zuvorkommenden, liebenswürdigen Berliner Schnauzenfahrgäste dazu sagen, wenn wir mit unserem Traditionsbus vorfahren. Herzallee rechts, jetzt kommt diese, glaube ich, lange Alleestück. Und dann gehen wir auf Linie. Wie anno Tuck, wie 1979, wie 1976, jedenfalls aus dieser Zeit stammt unser Klassiker, der hier uns ganz schön die Bude voll lärmt. Hier merkt man sehr deutlich, dass es in der Entwicklung der Omnibusse in den letzten 50 Jahren doch den einen oder anderen Fortschritt gab. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht wieder falsch abbiege. X10 sieht gut aus. Ich würde sagen, geht es noch ein Stückchen weiter geradeaus. Und an der Herzallee kapern wir dann eine Linie und versuchen, Fahrgäste an Bord zu locken. In Erinnerung an die Berliner Traditionsbusgesellschaft. Und wenn ich irgendwann mal wieder nach Berlin komme, lange ist es her, müsste mal da gewesen zu sein, dann sollte man irgendwie einen Termin mitnehmen, wenn die ihre alten Schätzchen aus den Hallen holen und auch auf Linie gehen. So wie es in dem wunderbaren Video von CFT gezeigt wird. Es könnte sein, dass dieser Film schon älter ist. Die Karre ist wirklich so laut. Ich habe das schon mal ein bisschen anders geregelt. Aber that's real, that's live,
Ich versuche einfach mal die Stimme zu erheben. Wie gesagt, der Film von CFT dürfte schon ein bisschen älter sein. Ich glaube, er ist aus 2014. Aber immer noch sehenswert. Mir hat es Spaß gemacht. Und mich hat er genau zu diesem Film motiviert. Das ist nicht das Älteste, was die Traditionsbusse aufzuweisen haben. Auf ihrer Homepage aber ist auch die Rede von dem alten ST200 in ihren Hallen. Also sind wir hier mit diesem Baujahr durchaus im Bereich der Klassiker. Was man heute in Berlin sicherlich überhaupt nicht mehr zu Gesicht bekommt. Es sei denn, die Traditionsbusse fahren tatsächlich ihre Runden durch Berlin. Eigentlich müssten alle Omsianer diese Busse haben seit Omsi 1. Als es damals losging mit Omsi, war es 2011, korrigiert mich, konnten wir ja genau diese Zeiten fahren. 10 Jahre sind vergangen. Von der Gegenwart zur Ausmusterung der ST200 im Jahr 2003 sind es nun auch schon 18 Jahre, dass die letzten Busse im Dienst waren dieses Typs. Und wir sollten Ihnen die Ehre erweisen, den Versuch unternehmen, Sie heute auch unseren Berliner Fahrgästen, unseren Omsi-Fahrgästen anzubieten. So wie es in der Realität gemacht wird, so wie es in dem Video beschrieben wird. Also diese Abbieger, die mag ich hier auf X10. Die mag ich. Ich bin am besten befreundet bei Omsi mit dem KI-Verkehr. Hier stehen sie auch nochmal rum. Allerdings hier nicht fahrfähig, sondern wohl nur als Objekt. Egal. Mal eben schauen. Müssen wir jetzt hier links? Ich fürchte fast. Ich glaube, ich fahre immer links. Ja, in Berlin kennt der Simosack sich nicht sonderlich gut aus. Ich würde eher sagen, gar nicht. Aber egal, dafür haben wir unsere Pfeile. Und gleich geht es los, gleich testen wir, kriegen wir die Fahrgäste an Bord von Berlin X10 in unserem Klassiker, in unserem Traditionsbus MAN SD200. Können wir damit auf Linie gehen? Spannend wird es mit dem Fahrkartenverkauf. Da haben wir hier noch den traditionellen Stempel. Nichts mit Computer. So etwas ähnliches wie ein IBIS-Vorschaltgerät sehen wir hier allerdings auch schon. Jetzt steht er da wieder im Weg rum. Habe ich mich jetzt wieder total verjuckt. Ich muss mal kurz meine persönliche Drohne einsetzen. Wo will ich eigentlich hin? Kommt man da zum Busbahnhof? Oh, oh, Simosack. Das mit Berlin, das üben wir noch ein bisschen. Ich glaube, das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, ja? Hier werden wir gleich auf unserer Räubertour gehen und mal gucken, ob wir unsere Berliner Fahrgäste einladen können, eine Runde zu fahren. Mal schauen, was da geht. Ja, was ist eure Meinung zu diesem Aktion Traditionsbus? Kennt ihr das Video von CFT? Habt ihr das gesehen? Übrigens, ich habe mit CFT nichts am Hut zu schaffen oder verwandt, verschwägert. Mir gefällt es halt einfach nur. Ein nettes Videofilmchen. Ja, die alten Berliner Stadtrundfahrtbusse, ähnlich wie in Hamburg, gibt es natürlich noch.
klar. So, wo räubern wir denn hier? Ich entscheide mich mal für diese Busspur. Da steht neben uns auch ein jüngerer Kollege. Oh, und wir können mal gleich in den direkten Vergleich gehen. Ja, sie sind doch deutlich größer. Sie sind ein ganzes Stück länger. Versuchen wir mal ein bisschen vorzuziehen. Ah, der Größenvergleich zwischen Traditionsbus und den heutigen Doppeldeckern. Da hängt schon ein ganzer Kastenbus mehr dran. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Aber egal. Unsere Aufgabe ist es jetzt hier räubern zu gehen. Und ich versuche das Ding zu schildern. Und dann bin ich gleich für euch wieder zurück. So, zurück und geschildert, nachdem wir die Hufdatei so ein bisschen angeschaut haben. Wir fahren die X10 Telto Ramradbrücke. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Es gibt einen eingestellten Fahrplan. Ich folge der Linie X10 und ich gucke, was geht. Und wenn nichts geht, glaube ich aber nicht. Ich glaube, unsere OMSI-Fahrgäste werden begeistert sein, dass sie heute mit einem Traditionsbus unterwegs sein dürfen. Ich bin mir da ganz, ganz sicher. Ja, aber bei all dem, was so ein bisschen hier auch vielleicht falsch rüberkommen könnte, das meine ich gar nicht ironisch. Der Simusack hat nun wirklich ganz viel Spaß an den alten klassischen Fahrzeugen. Guck mal, da ist schon einer aus unserer Truppe. Und möchte gerne mitfahren. Er ist sprachlos. Klappt doch. Sehr schön. Der hat sich auch gleich auf den Weg nach oben gemacht. Ist verständlich, da ist die Aussicht auch viel, viel besser. Ja, die Kollegen in den neuen Fahrzeugen gucken natürlich total neidisch. Gerne würden sie auch mal mit so einem Traditionsbus unterwegs sein. Am besten an einem glühheißen Sommertag bei, sagen wir, drückenden 35 Grad im Schatten und der nicht vorhandenen Klimaanlage. Das wird bestimmt richtig, richtig nice. Man könnte sagen, heiß und nice. Tach. Hallo. Ich sagte ja bereits, die Begeisterung der OMSI-Fahrgäste für den Traditionsbus in Berlin ist irre groß, aber... Oh, sorry. Einmal kurz sprechen. Kein Problem. Er mag sogar Fahrscheine. Besser geht's gar nicht. Weiter geht's im Traditionsbus. Nee, erst bremsen los. Im Traditionsbus auf X10. Ein kurzer Videoclip vom Simusack. Ja, eigentlich ist die Karre laut. Eigentlich nur darauf hinweisen möchte auf dieses Thema Traditionsbus. Ich sagte bereits am Anfang, ich glaube sogar, dass unsere OMSI-Welt, die heutige OMSI-Welt, ein kleines bisschen auch den Ursprung in diesem Traditionsbus-Verein hat. Und anlässlich des CFDs-Videos, was daran erinnert, war das eine kurze Motivation für euch. Macht das mal. Nehmt euch die alten Gurken vor. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Wir bewegen uns ja im Umfeld der modernen Welt, der Gegenwart quasi, zumindest unserer Berliner X10 Gegenwart, und es macht mir wirklich richtig Freude. Eine Haltestelle nehmen wir noch mit und dann gucken wir, dass wir das zusammengeschnitten kriegen, hochgeladen, ja, zack, boah, was ist das? Das ist ja unglaublich, er hat da seinen Führerschein gewonnen. Ich möchte wissen, wer hier bescheuert fährt. Egal, also, die Berliner Autofahrer stehen wieder fröhlich auf meinen Spuren rum.
Da hinten fährt noch ein SD200. Wie dem auch sei, Berlin X10, Berlin Traditionsbus. Nachmachen lohnt sich, Video gucken vom Traditionsbus lohnt sich. Und wer mag, lässt dem Simusack ein Like da, ganz viele Kommentare. Und wer noch nicht hat, abonniert den Kanal, dann kann es hier weitergehen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen.